Ich bin gar nicht. Jahre meines privaten und schulischen Lebens wurden geprägt durch den Natur- und Erlebnissport Kanufahren. Für meine zahlreichen Kanuprojekte benötigte ich jede Menge Boote. Die kaufte ich selbst und durch Gelder der Europäischen Union. Aber auch Sponsoren halfen mit, eine große schulische und private Kanuflotte aufzubauen. Im Festbootbereich war das die Firma Prion aus Rosenheim. Und im Luftbootsegment die dort führende Firma Grabner aus Österreich. Als Gegenleistung bekamen beide Bootsfirmen von mir Fotos, Videos, Geschichten, Texte und Testberichte für ihre Werbung im Internet, in Katalogen und Zeitschriften. Zwischen Wolfgang Grabner, dem Chef von Grabner Sports, und der Kassel Family wuchs über die Jahre eine recht intensive Zusammenarbeit, die sich auch auf den Segelbootbereich ausdehnte. Das alles ist zwar mittlerweile Vergangenheit, aber geblieben ist ein menschlich-freundlicher Kontakt und das Interesse am geschäftlichen und privaten Leben des anderen. Und so kommt es heute wieder mal zu einem Besuch von Wolfgang Grabner bei uns zu Hause in Geiselbach im Spessart. Wolfgang Grabner befindet sich mit Sohn Ewald auf einer Geschäftsreise durch Deutschland. Der Besuch von Wolfgang und Ewald Grabner im November 2013 bei Kanukassel ist Anlass, einen längeren Blick zurückzuwerfen auf 20 Jahre Zusammenarbeit und auf das, was bis heute öffentlich stehen geblieben ist auf den umfangreichen Websites von Grabner Sports, Kanu-Magazin und Kanukassel. Beim Rückwärtsblick komme ich prompt auf die Idee, aus vergangenem Bildmaterial einen neuen, brandaktuellen YouTube-Clip zu machen. Einfach so, einfach, weil ich mich über den Besuch fähiger Bootsbauer und Geschäftsleute heute bei uns sehr gefreut habe. Das natürlich auch verbunden mit einem Schuss Nostalgie. Die Projekte mit Grabner Sports haben mir stets viel Spaß gemacht. Und Grabner Boote sind nach wie vor bei uns immer wieder im Einsatz. Noch vor 3 Wochen war der legendäre Wildwasser-Kanadier Outside der Firma Grabner mit Hündin Fly an Bord im Sevennen-Einsatz auf den Flüssen Tarn und Orb. Die 2 brandaktuellen YouTube-Clips, die dabei mit dem 20 Jahre alten und immer noch fehlerlosen Outside von mir geschnitten und veröffentlicht wurden, wurden natürlich sofort an passender Stelle auf der Grabner Geschäftswebsite www.grabnersports.at verlinkt. Solche kostengünstigen Werbegelegenheiten lässt sich ein cleverer und erfolgreicher Wolfgang Grabner natürlich nicht entgehen. Das gefällt mir. We'll be right back.
Als besonders spannend und anspruchsvoll habe ich ein 8 Jahre zurückliegendes Filmprojekt in Erinnerung, als uns Wolfgang Grabner den Auftrag gab, erstmals eine Produkt-DVD zum damals neuen Happy Cat Light Segelboot zu erstellen. Dazu musste ein 2-tägiges Sonnenfenster am Lac de Salagie in Südfrankreich reichen. Es haute gerade so hin. Das habe ich eh für euch aus. Der ist schon ganz alt. Das damalige Filmprojekt, das ich hier nochmal aus dem Fotoarchiv hervorgeholt habe, setzte natürlich, wie alle anderen Projekte auch, den vollen Einsatz meiner Frau Astrid und meiner Tochter Samira voraus. Dabei haben beide gelegentlich mich und Grabner Sports wegen des hohen Anspruchs an das Bild- und Filmmaterial verflucht. Aber es gab stets gute bis erstklassige Resultate. Bild- und Filmresultate werden von mir auf unseren zahlreichen Outdoor-Reisen gleich noch am Abend im Campingbus oder gar am Lagerfeuer zu veröffentlichungsreifen Katalogbildern und YouTube-Videos verarbeitet. Voraussetzung dafür sind ein kleiner Honda-Stromgenerator und ein leistungsstarker Laptop. Wie schon bei unserem letzten Treff mit Wolfgang Grabner im heimischen Spessart, verbringen wir am 12.11.2013 den Abend im Landhaus Fernblick in Freigericht Neuses. Und wie immer sind wir infolge langer, interessanter Gespräche die letzten Gäste im Lokal. Der heutige Rückblick aus Anlass des Grabner-Besuchs offenbart natürlich auch weitere Projekte. Im Sommer 2005 zum Beispiel testen und fotografieren wir die neuen Hybrid-Kajaks Discovery 1 und Discovery 2 auf mehreren Touren in beinahe allen Paddellagen mit wechselnden Models. Viele dieser Fotos von damals zieren jahrelang die jeweils jährlich neu erscheinenden Grabner Produktkataloge.
Bei diesem aktuellen Grabner-Treff im November 2013 planen wir erstmals keine neuen Projekte. Und das ist gut so. Denn aus gesundheitlichen Gründen sind bei mir die Zeiten arbeitsintensiver, aufwendiger Aktionen vorbei. Geblieben ist aber nunmehr ein freundschaftlicher Kontakt zur Familie Grabner in Österreich. Und das gefällt uns.